Mein Name ist Max Payne. Meine Frau und meine Tochter wurden ermordet. Das Ganze stand in Verbindung mit der Designerdroge Wii. Ich wechselte vom NYPD zur DEA, tauchte unter, um ihre Mörder zu finden. Ich kam ihnen zu nah. Der Mord wurde mir angehängt. Ich hatte nichts zu verlieren und legte mich mit der Mafia an. Im schlimmsten Schneesturm des Jahrhunderts. Meine erste Station war Vinigonetti. Abschaum, mit der Gewohnheit, seinen Ärger an minderjährigen Callgirls auszulassen. Nachdem ich hatte, was ich wollte, ließ ich ihn blutend auf dem Asphalt liegen. In einem Gothic-Nachtclub traf ich Mona Sachs. Sie war ein bezahlter Killer. Wir verfolgten den gleichen Mann, den sadistischen Ehemann ihrer Schwester. Ich fühlte mich zu ihr hingezogen und wusste, dass es falsch war. Ich machte einen Deal mit Wladimir Lem, der Russe, ein Macher. Er lieferte mir den Gangsterboss, hinter dem ich her war. Aber ich steckte bis zum Hals in der Scheiße. Die Regierung war mit von der Partie. Ein mysteriöser Mann namens Alfred Wooden nannte mir den Namen meines eigentlichen Feindes. Nicole Horn. Wooden und Horn waren Mitglieder eines Geheimbundes, dem Inneren Kreis. Sie steckte hinter Wii, hinter allem. Bei ihrer Arbeit für den Staatsanwalt hatte meine Frau zufällig Papiere gesehen, die Horn belasteten. Wooden versprach sich, um den Staatsanwalt zu kümmern, wenn ich Horn erledigte. Deputy Chief Jim Bravura vom NYPD verfolgte die Spur der leeren Patronenhülsen, die ich zurückließ. Die Schüsse übertönten die Sirenen, aber sie konnten das Schluchzen meiner toten Frau nicht überdecken. Mona kämpfte an meiner Seite gegen Horn. Dafür fing sie sich eine Kugel. Ihre Leiche verschwand hinter den sich schließenden Türen eines Aufzugs. Ich erledigte Horn. Ich ergab mich der Polizei. Ich hatte genug Beweise gegen Wooden, um zu wissen, dass er sein Versprechen halten würde. Ich bildete mir ein, dass alles vorbei sei. Ich war noch am Leben. Meine Familie immer noch tot. Es war nicht vorbei. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play. Ein, was mir von Celeros empfohlen wurde, was ich mal machen sollte. Und zwar Max Payne 2, der Fall of Max Payne. Mit deutscher Übersetzung, einer ziemlich guten Übersetzung, muss man dazu sagen. Das Spiel gab es sonst nur auf Englisch. Ich hätte auch gern den Vorgänger zuerst Let's Play, allerdings gibt es den nicht auf Steam und so zu finden bzw. zu besorgen, ist dann nicht mehr allzu einfach. Insofern hoffe ich mal, dass für die Leute, die sich für die Geschichte von Max Payne interessieren, weil sie halt wirklich sehr gut erzählt ist, dass die Vorgeschichte erstmal reicht, damit wir überhaupt wissen, was im zweiten Teil so los ist, weil der zweite Teil knüpft halt nahtlos an den ersten an. Es ist ein relativ älteres Spiel, ich weiß gar nicht, wie alt das war, 2001, 2002 meine ich, oder sogar noch älter, ich bin mir nicht ganz sicher, wann das war. Aber auf jeden Fall die Grafik, klar, sie lässt immer zu wünschen übrig mittlerweile, aber sie ist eigentlich immer noch ansehnlich, wie ich finde, man kann darauf locker spielen. Das Spiel an sich, ja, reiner Ego-Shooter mit Bullet Time, etwas Neues auf meinem Kanal und deswegen würde ich sagen, wir beginnen ein neues Spiel. Ich habe es mal privat einmal durchgespielt vor kurzem, deswegen haben wir jetzt auch ein paar andere, ja, Herausforderungen oder andere Schwierigkeitsgrade durch, aber wir machen es auf den Detective. Ist ein normales Spielmodi, den man halt auch beim allerersten Spielen halt nur hat. Und der ist teilweise auch schon schwierig genug auf manchen Stellen. Zu Beginn wird es halt noch ein wenig einfach werden. Und bei den Zwischensequenzen halte ich selbstverständlich auch meine Fresse. Fangen wir an mit Teil 1, die Dunkelheit im Inneren, der Prolog. Mein Gott, jetzt stecke ich wohl in Schwierigkeiten, was? Sie waren alle tot. Liebe tötet. Liebte ich sie? Hatte ich eine Wahl? Die Vergangenheit ist ein klaffender Schlund. Je mehr du vor ihr davonläufst, desto tiefer und schrecklicher wächst sie hinter dir an. Der Abgrund dicht hinter deinen Fersen. Die einzige Chance ist, dich umzudrehen und ihr zu begegnen. Wir sind am Tatort. Wiederhole, wir sind am Tatort. Aber es ist wie ein Blick hinab in das Grab deiner Liebe. Bereich durchsuchen! Feuer einstellen! Oder den Lauf einer Pistole zu küssen. Die Kugel zittert in ihrem dunklen Nest, bereit dir den Kopf wegzureißen. Wir verlieren ihn. Mehrere Schusswunden. Pupillen erweitert, Schädeltrauma, Gott weiß was noch. Er hat einen Schock, zwei große Zugänge, intravenös, Intensivstation, sofort. Er reagiert nicht. Der Kerl ist am Ende. Wir verlieren ihn.
Als ich heute Abend im Krankenhaus aufwachte, dachte ich, es könnte nicht mehr schlimmer kommen. Ich öffnete meine Augen. Langsam wurde alles klar. Sie war tot. Ich war verletzt. Mein Verbrechen lag wie ein hungriger Abgrund hinter mir. Ich musste rennen, alles so weit wie möglich hinter mir lassen. Die Welt war aus den Fugen. Ich halluzinierte, musste verschwinden. Max, der Weg ist frei. Darf ich vorstellen? Max! Kommt, Häuser. Wir sind da. Nein! Du bist auf Helm. Max! Ich wollte sie nicht rufen. Hauen Sie ab! Und ich merke gerade, ich muss den Sound nochmal ein wenig umstellen. Es ist gar nicht mehr so einfach, den Sound für dieses Spiel anzupassen. Das liegt somit daran, weil der Sound echt seltsam ist manchmal. Ich meine, wir hören Stimmen im Kopf von Max, wie gerade eben bemerkt. Wir hören die Zwischensequenzen, wir hören die Gespräche während der Ballereien. Alles in allem, wir hören viel. Und wir haben Painkiller. Das ist sowieso das Geilste, um unsere Gesundheit wieder aufzuladen. Denn damals gab es keine HP-Regeneration, wie es mittlerweile üblich ist, oder Health Packs, sondern Painkiller. Und ganz ehrlich, die Grafik ist noch relativ ansehnlich. Wie gesagt, wir hören halt übelst Stimmen und überall, und da muss ich noch gucken, ob der Sound überall passt, dass man halt alles noch versteht und trotzdem der Sound allgemein nicht zu laut ist. Aber ich glaube, ich kann die Soundeffekte auch noch ein bisschen höher drehen. Ja, unprofessionell, ich weiß. So sollte passen. Was können wir denn alles für Scheiße machen? Oh, Handtücher in den Mülleimer schmeißen. Es war ja schon für seine Zeit ein ziemlich revolutionäres Spiel, was man so alles für Blödsinn machen kann, ne? Hier, das Waschbecken überlaufen lassen und so. Geht das eigentlich? Habe ich gar nicht ausprobiert. Geht das? Kann ich Waschbecken überlaufen lassen? Ach, schade, langweilig. Max, was geht da vor? Hä? Aber ich glaube, wenn ich da meine Fresse halte, passt das so. Obwohl, ein kleines Stückchen lauter geht's eigentlich noch. Solange es nicht gleich in Zwischensequenzen zu laut ist, passt das ja noch. Okay. Okay, so. Der Junge hat... Im Kopf war ein blinder Fleck, ein Einschussloch, dort, wo die Antworten sein sollten. Nennen Sie es Verweigerung. Ich wollte in meinen Schädel hineinbohren und die Qualen herauskratzen. Ja, ich wollte gerade sagen, der hat ein ganz großes Problem, der Herr Payne. Oh, was haben wir denn da? Der Detective ist gestorben. Aber ich lebe doch noch. Und sie ist auf dem Weg zur Leichenhalle. Wir werden doch wissen, wer mit sie gemeint ist. Okay, was gucke ich die Schränke durch? Ich weiß eh, dass hier nichts Großartiges drin ist. Stehen bleiben! NYPD! Hab ihn!
Und sowas werden wir die ganze Zeit des Spiels so machen. Bullet Time ausnutzen, im Bullet springen, in Zeitloop-Manier Gegner erledigen und am besten überleben. Wäre nicht verkehrt. Hier ist eine von ihnen. Sie will mich töten. Zurück, Peyton. Winterson! Na, alles rückblenden, was ihm passiert ist. Die machen noch keinen Sinn, aber wenn man mal das Spiel, sagen wir mal, fast durch hat, dann macht es Sinn. Da muss es in alle Szenen, die der gute Max hatte, was wir noch alles erleben werden. Ach, wie schön. Sonnenuntergang an einem Sommertag. Der Regen glitzert auf dem Gras. Die Vögel singen. Spielende Kinder. Ah, die Pink Bird Nervenheilanstalt. Miras Männer gaben sich als Krankenhauswärter aus. Das Fleisch. Das Fleisch. Ja. Und das gab's halt auch im Max Payne 2, weswegen man dieses Spiel einfach nur lieben muss. Ich meine, so viel Liebe zum Detail einfach auf Fernsehserien hier mit einzubauen, die man sich während des Spiels über angucken kann. Aber so eine Frage allgemein, soll ich euch die zeigen, wenn sie jeweils kommen, oder soll ich die einfach überspringen? Also, habt ihr Interesse daran, die zu schauen oder eben nicht? Ich habe nichts dagegen, darauf zu warten, aber muss nicht zwingend sein. Ich warte einfach ab, was sie zu sagen tut. Während die Abstimmung noch läuft, schaue ich mir einfach mal alles an. Wird auch nicht so viel lange dauern. So, wir gehen mal weiter. Ja. Sie gehen nirgendwo hin. Was ist da draußen passiert? Sie waren es. Die Internen sitzen mir am Nacken. Waren Sie es? Sie haben sie getötet. Nein, ich kann nicht. Das war eine kurze Vorstellung. Verdammt! Es war meine Schuld. Man kann nicht vor der Vergangenheit weglaufen. Man rennt nur im Kreis. Bis man wieder in das gleiche Loch fällt, aus dem man entkommen wollte. Nur, dass es noch tiefer geworden ist. So. Etwas zu der Videozeit. Ich werde mal so um die 15 Minuten Videozeit versuchen zu halten. Genauer Grund. Es ist eine angenehme Videozeit und es ist auch deutlich angenehmer zu rendern. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie groß dieses Spiel hier schon sein wird. Aber ich denke mal, mit 15 Minuten wird es auf jeden Fall einiges kleiner sein als, mit 20 Minuten. Insofern machen wir jetzt schon mal Schluss, weil da vorne wartet eine Cutscene und ich möchte nicht unbedingt Überlänge machen. Insofern sagt man, bye, bis gleich.